Hallo und herzlich willkommen zurück zu Brillibaut. In der letzten Folge haben wir 10 Minuten überzogen, aber ich war auch vollkommen drin in der Materie. Voll drin, Alter. Wir werden jetzt gerade erst nochmal... wir haben jetzt soweit hier alles fertig. Also ich werde jetzt noch nicht eure Kommentare gelesen haben, weil ich direkt danach jetzt aufnehme. Ob das euch jetzt gefällt oder nicht, das müsst ihr mir dann jetzt drunter schreiben. Also, habt ihr ja wahrscheinlich in der letzten Folge drunter geschrieben. Ich werde jetzt erstmal gucken, wie es mit den Enderdingern weitergeht. Ob ich merke, dass es mehr werden. Oh ja, schon 23. Oh ja. Das heißt, es sind 16, knapp 3 Perlen. Da brauchen wir jetzt noch nicht rumeiern. Okay, jetzt heißt es, wie machen wir das Dach? Dafür werde ich auf jeden Fall mal Glas mitnehmen. Hier. Na doch, Dirt nehmen wir mit. Ich habe gerade keinen Plan. Ich nehme einfach mal Glas, ein paar Stacks. Ich habe nicht so viel frei. Noch kein Plan, ey. Das Dach. Oh Gott. Wie sollen wir das Dach gestalten? Eieiei. Das wird jetzt was. Ja, hier das, da würde ich ja dann, das kommt ja auch mit dazu gebaut, stimmt. Oh Gott, so viel zu tun. Wie mache ich das unten? Das ist ja dann überlappend. Na, da wird es wahrscheinlich dann einfach einen Hintergang in den Bogengang geben. Ah, schauen wir mal. Erstmal kümmern wir uns ums Dach. Die Dachdecker sind da! Unsere Tür auf! Die Dachdecker sind da! So, ich schaue mir das mal gerade von hier an. Also ich würde Ihnen empfehlen, eine Glaskonstruktion mit diversen Einschlüssen aus entweder Holz, das Sie ja schon als Dachkonstruktion momentan ausgewählt haben, oder eben auch mit verschiedenen Marmoreinschlüssen. Also das könnte man natürlich überlegen. Oh Gott, ich habe keinen Plan. Also ich will jetzt hier nicht ein ganzes Glasdach drüber eiern. Das sieht scheiße aus. Also es muss schon ein bisschen was anderes bieten. Natürlich doof, so. Die Frage ist, was und wie? Man könnte überlegen, Glasstreifen quer so zu legen oder halt Glasstreifen so. Und wenn ja, woraus ist das andere Material? Und machen wir das quasi so, direkt daneben? Oder machen wir es drüber? Über den Bogen? Ich glaube, über dem Bogen sieht besser aus. Als wenn man es neben, also, dass der Bogen das Dach ist, quasi, wisst ihr? Ich gehe mal hoch. Also ich würde vorschlagen, zunächst einmal, hier kann ich jetzt überhaupt gar nicht, nee. Dass das Dach über dem platziert würde. Aber dann ist natürlich wieder das Problem hier mit der Spalte. Das heißt, wir müssen das, boah. Vielleicht aus einem anderen Material. Aber aus welchem? Wieder Marmel? Oder vielleicht Basalt, dass wir da so eine schwarze Linie haben. So. Und
Und dann kommt da zwei. Nee. Das alles mit Glas, ich weiß nicht. Du Jemine. Ich mache jetzt gerade einmal beide Seiten und will wissen, wie es dann von unten aussieht. Gibt es Glastreppen? Kann ich Glastreppen bauen? Das wäre natürlich noch schöner als diese ganzen Blöcke hier. Gibt es Glastreppen, Leute? Ich weiß es nicht da. Wie gesagt, es ist ja nur Test. An sich nicht so scheiße, oder? Wäre halt doch schöner, wenn es Glastreppen gäbe. Aber ich glaube, es gibt keine Glastreppen. Nein. Warte mal, ich kann ja mal gucken. Glas, was gibt's denn alles aus Glas? Ja. Was ist das denn alles für ein Scheiß? Verschiedene Glasdinge. Schüsseln? Warte mal, kann ich Glas schüsseln? Ernsthaft? Oder ist das spezielles Glas, was ich schüsseln kann? Oh, ich kann Glas schüsseln. Eieieiei. Ja. Aber es gibt nichts, was der ähnlich ist, ne? Das sind Brillen? Es gibt Brillen, Leute. Da mal durchgucken, ob es irgendwas gibt, was. Ja, diese Pillars, die kann man, glaube ich, theoretisch so anordnen. Aber das sieht, glaube ich, richtig scheiße aus. Weil die dann immer einen Abschluss dann dazwischen haben und das nicht eine ein Block wird. Weißt du, das sieht nicht gut aus. Aber vielleicht gefällt mir hiervon was besser als die normalen. Also rein optisch gefällt mir am besten momentan der. Ist halt die Frage, wie der aussieht, wenn man das komplett damit macht. Ne? Das weiß ich halt nicht. Das müsste man. Ich gehe erstmal pennen, das muss man im Hellen gucken. Das ist schon eine Weisheit, die die alten Ägypter, die ja auch Glas gebrannt haben, schon hatten, dass man im Dunkeln kein Glas verlegen sollte. Niemals. Deswegen sind die Pyramiden noch nicht aus Glas. Naja. Was redet er? Was rede ich? Ich weiß es nicht. Ich bin aufgeregt, weil ich endlich mein Dach haben möchte. Mal gucken, wie das hier aussieht. Ich habe das dumpfe Gefühl, dass das scheiße aussieht. Aber wir gucken es trotzdem an. Dirt. Das wäre dann so. Das ist jetzt schwer zu entscheiden. Ich würde jetzt mal einmal durchziehen.
So, liebe Leute. Was ist schöner? Vielleicht ist das hier gar nicht schlecht, jedoch nicht so viel. Das ist zu viel. Vielleicht wirklich nur den mittleren Streifen quasi. Und das die äußeren oder den mittleren dicht. Und die äußeren sind da. Also das hier, ich weiß nicht, das normale, das halt so durchgängig, ne? Dann gefällt mir das hier schon besser, jedoch wie gesagt nicht so viel. Was ist besser? Den Streifen hier, warte mal, ich drehe mich mal richtig so. Den Streifen hier durchgängig zu machen? Oder die beiden Streifen, also den anderen auf der anderen Seite auch? Und wenn ja, auch mit Basalt? Fragen über Fragen. Also die können wir sowieso erstmal komplett abreißen. So, also meine Vorstellung war jetzt, das wäre dann, warte mal, von außen soll das ja auch einigermaßen aussehen. Das wäre dann Basalt. Wenn ich das Basalt mache, Glas, Basalt, dann wäre die mittlere. Ja, das macht halt mehr Sinn. Von außen vor allen Dingen, wenn das jetzt Basalt ist. Quasi so. Dachkonstruktion bei Minecraft war immer das Allerschlimmste. Früher konnten sich die Treppen ja auch noch nicht so verbinden und so. Ach oh Gott, da gab es Gezeter, sage ich euch. Um Himmels Willen. So, 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 so. Zack, 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 zack. Machen wir gerade den hier auch noch so. Dann können wir es von unten mal ansehen. Ach so, das ist der obere. Mein Hatchet. Komm. So, da. Okay, schauen wir mal uns von unten an. Finde ich jetzt nicht so schlecht. Oder? Finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so schlecht. Nee, das gefällt mir. Das mache ich jetzt mal durchgängig. Das heißt, das haben wir noch da und da müssen wir noch was Glas schisseln. Nö, das machen wir jetzt mal. So. So, so. Nein, den brauchen wir auch gleich. So. Dann hätten wir auch schon mal das Dach fertig. Dann fehlen ja gleich nur noch die Wände. Ah, ne, das Dach von den Seitengängen fehlt auch noch. Ja, da muss ich gucken, das wird anders werden. Das mache ich nicht so, weil da muss ich die ganzen Dinge da wieder verändern. Schon wieder? Was? Okay. Der Timer ist schon wieder abgelaufen, liebe Leute. Das heißt, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wir haben auch in der letzten übelst überzogen. Das heißt, jetzt machen wir mal pünktlich Schluss. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Brele. Euer Brele sagt Tschüss. Ciao.